Ja, das ist der Berg, wo wir hin müssen. Nehme ich mal an. So, da unten lagen noch Sachen. Die hole ich mir gleich. Jetzt geht es da erstmal runter. Runter geht auch schneller als hoch, ne? Einmal rum. Erstmal die. Da liegt nichts. Erstmal die Sachen holen hier. Batterien brauche ich nicht. Da haben wir dann auch wieder ein bisschen mehr. Das ist gut. Denn ich vermute mal. Da kommt die Plattform. Ja, ihr habt die auch gleich in der Hand behalten. Noch eine Seite. Würde mich nicht wundern. Der Weg ist weit. Ich mache mich schon für die Vögel bereit. Die da. Auch gar nicht von hoch. Hauen die jetzt ab? Ist die jetzt alle? Ja. Hab's doch gewusst. Oh, oh. Oh. Ich hab dieses Eingemischen hier. Sorry für die Kameraführung, aber die war jetzt eben ohne meine Beeinflussung. Ich. Ja, aber da wollte ich doch gar nicht lang. Ich will doch eh hier lang. Verstehe ich jetzt nicht. Na gut. Oh. Mist. Was denn? Ist doch nichts passiert. Konntest du doch gut umschiffen. Mach mal auf. Was war denn da drin? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Einfach nur gegriffen. Hier wieder ein Kontrollpunkt. Wie viel haben wir denn davon? 14. Da habe ich jetzt nichts mehr gefunden von. Ich hätte mal das Jagdgewehr nehmen sollen. Da ist wieder was. Ich verkriege mich mal schnell hier hin. Jetzt haben wir ja mittlerweile denn doch ein bisschen mehr Jagdgewehrmunition. Gut. Die drei hätten wir. Das ist die Pumpgun, ne? Wo muss ich denn lang? Ich denke mal hier so. Ich habe noch ein paar Leuchtfackeln. Klappt der mal. Oh! Erst warten, dass er nachgeladen hat. Da ist ein Kasten. Und Licht. Hier kann mir erstmal nicht viel passieren. Gut.
können wir gar nicht... Ach, das sind ordentlich Leuchtfackeln, die ich da erwischt habe. Kolonik. Wo muss ich denn lang? Ich muss hier lang laufen, nehme ich mal an. Ah, halt E. Kolonik ist der 8. tiefste See der Welt und ein Caldera-See, der sich in einem Vulkankrater gebildet hat. Der Vulkan kann als aktiv eingestuft werden, ist jedoch seit den vulkanischen Erdbeben von 1970 nicht ausgebrochen. Doch selbst dann war die unterirdische Aktivität vergleichsweise gering. Es entstand zwar Sachschaden, Todesopfer gab es jedoch keine. Ich denke, im Bergwerk sind welche umgekommen. Koldun Lake ist einer der schönsten Plätze in der Gegend von Bright Falls. Um ihn ranken sich viele Sagen und Legenden der Einheimischen. Der See ist ein beliebtes Erholungsziel für viele Bewohner des Gebietes. Wo ist denn der? Da unten. Ja, ich denke mal, ich muss hier lang. Da ist nichts weiter, da führt auch direkt kein Weg lang. Aber hier ist eine Brücke. Hier bin ich mal im Schweinsgalopp, wollte ich sagen. Jetzt geht er nur. Ich kann jetzt nicht mehr laufen. Na toll. Super. Von vorn und von hinten. Mach! So, jetzt aber. Okay, jetzt warte ich erstmal einen Moment. Wartet mal, da war doch eine Kiste. Jetzt kann er auch wieder laufen. Und Licht. Aber in der Kiste waren noch Sachen, die könnte ich mir jetzt vielleicht mitnehmen. Zum Beispiel eine Batterie. Eine habe ich ja verbraucht. Huch, hier. Guck, jetzt habe ich wieder 20. Das ist doch schön. Dann versuchen wir jetzt rüberzukommen. Ob das jetzt eine gute Idee war, wird sich zeigen. Meistens war es keine. Dann war es jetzt das letzte Mal, dass ich zurückgegangen bin. So. Bis jetzt sieht es gut aus. Ich fülle die Thermosflasche. Wo ist sie? Da. So, die haben wir. Ich weiß gar nicht, was er mit den ganzen... Da ist wieder ein Symbol. Da ist wieder ein Symbol. Da ist ein Pfeil. Da sind wieder Symbole. Da ist ein Pfeil. Und da ist eine Kiste. So, wir haben wieder... Leuchtpistole. 9 habe ich noch. Da muss ich lang. Hier in die Richtung muss ich gehen, denke ich mal. Hier ist auch mal eine Brücke gewesen. Dann gehe ich hier lang. Da liegt auch ein Zettel. Wiesen! Mod am Golden Lake. Mod hatte alle von Stuckys Miethütten überprüft. Nirgendwo eine Spur der Wakes. Es war dunkel, als er ihren Wagen am Ende der Straße am Cauldron Lake fand. Das ergab keinen Sinn. Sie mussten falsch abgebogen sein, aber es gab keine Spur von ihnen und der Wagen stand dort schon seit Stunden. Mod stand frustriert auf dem Überrest der Fußgängerbrücke, die einst zur Divers Isle geführt hatte, bevor sie versunken war. Der Boss würde nicht erfreut sein. Das ist die Insel. Das Haus drauf stand gleich zu Beginn, wo Alice verschwunden ist. Wo wir sie das letzte Mal in diesem Spiel gesehen haben. Oh? Sorry. Das ist ja schon wieder eine elendig lange Folge. Ich habe überhaupt nicht auf die Uhr geschaut. Nicht ein bisschen. 27 Minuten. Na, ich spiele noch ein bisschen länger. Und ich teile die ganz einfach. Dann das wird wohl das Sinnvollste sein. Hier muss ich hoch.
Und dann machen wir eine 40-Minuten-Folge. Hier war was mit drücken. Aha. Dann mache ich eine... Oh, ich hab's gewusst. Oh, ich dachte schon. Treten. Er macht dann immer noch einen Schritt. So. Macht ihn doch einfach nicht. Und dann teile ich die und dann haben wir zwei 20-Minuten-Folgen und dann ist alles wieder gut. Das muss man mit der Nummerierung drauf achten. Dann wird das jetzt hier Folge 16 sein. Durch die Bergruine gehen. Da durch. Ich schaue jetzt aber erstmal, ob hier noch irgendwo was ist. Da komme ich nicht hin. Na gut. Treten. Ein Herz. CW und TZ. You talk to me on TV. Tom. I miss you, Tom. Oh. Da wird ein Tom vermisst. Aber wie? Oh, mir juckt die Nase. Aber wie? So. I miss you, Tom. Dann wollen wir mal hier hoch. Komm. Revolver-Munition brauche ich gar nicht. Dann nehme ich jetzt mal wieder den Revolver, weil hier darf nicht Munition für. Was ist das? Jetzt finde ich wieder Schrotflinten-Munition. Ich habe ein Jagdgewehr mit. Ah, dafür finde ich auch was. Sonst finde ich hier nichts. Doch, hier. Boah, dann haben wir hier ordentlich Fackeln. Kann ich ja mal was abfackeln. Was für ein Wortspiel. Jetzt sind wir oben. Der Urine. Scheiße! Oh, jetzt hat's geklappt. Oh, Kacke! Du mach! Werf die Dings! Das ist aber die... Warum schießt er nicht? Ich verstehe es einfach nicht. Er lädt auch nicht nach. Er macht gar nichts. Ich drücke hier wie verrückt auf die Taste 3 und... Mann! Spiel! Reicht langsam. Das habe ich hier alles vergeigt, glaube ich. So, hier habe ich noch einen. Es ist keiner mehr drin, ist nur noch ein Schuss. Gut, dann hat sich das erledigt mit dem Jagdgewehr. So. Das ist ein bisschen nestig, wenn ich dann Waffenwechsel mache oder so. Das reagiert einfach zu langsam. So, jetzt hüpfe ich mal hier rüber. Ups. So. Ein paar Minuten können wir noch. Ich habe ja gesagt, wir machen 40. Und dann schnippel ich. Hier war doch noch irgendwo eine Thermoskanne. Da. Flasche. Jetzt haben wir nur noch 6. Ich hatte vorhin 14. So. Ellen. Ich sah den Cauldron Lake. Mir kam es vor, als würde ich sehen, wo die Insel und die Hütte mal waren.
Ich erkannte ein Licht. Das musste ein Boot sein. Da liegt eine Manuskriptseite. Ich war nah dran. Ich musste schnell dorthin. Ich fürchtete das Jetzt lesen wir erstmal Wegwacht in der Lodge auf. Ich versuchte, Alice festzuhalten, doch ihre Form löste sich auf. Ich verlor die Kontrolle. Dr. Hartman stand nun dort an ihrer Statt. Ich wollte ihn schlagen, doch meine Arme waren aus Pudding. Er lächelte, ein beruhigendes Lächeln, und ich hasste ihn dafür. Ich musste ihnen ein Beruhigungsmittel verabreichen, wehren sie sich nicht dagegen. Sie hatten wieder eine heftige Phase. Es ist jetzt wichtig, dass sie ruhig bleiben. Wir wollen doch nicht, dass sie noch einen Schub bekommen. Sie sind Patient in meiner Klinik, und das schon eine Weile. Aha. Schlimmste vorzufinden. Er ist schon eine Weile in der Klinik. Dann sind das ja alles Wahnvorstellungen. Das würde natürlich auch erklären, was hier abgeht. Dann Wake! Sind Sie das? Wake! Hey, ich bin hier! Ich komme! Nein! Weg von mir! Tut mir leid! Bitte! Der Boss hat nicht gewusst, mit wem er sich anlegt! Ich hab's nicht gewusst! Ich schwöre es! Ich hab's nicht gewusst! Wir haben seine Frau nicht! Wir wissen nicht mal, wo sie ist! Die ist vermutlich ertrunken! Wir haben nur behauptet, dass wir sie haben, damit er mitspielt, wissen Sie? Damit er vor uns schreit! Bitte! Bitte! Was geht da ab? Es tut mir so leid! Bitte! Was geht da an? Hä? Wir haben einen Abschnitt geschafft.